Schloss Valnihal. Geschäftszeit Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr, 12 Uhr mittags, / Folterpause. Okay. Willkommen zurück hier in einer feuchtfröhlichen Folge zu Let's Play Magica 2 und an meiner Seite der Wirbelwind McRalf. Hui! Hui! So, habt ihr mal einen kotzenden Zauberer gesehen? Ja. Nee, leider nicht. Alles klar. Ja, willkommen in Folge 21. Ja, also die diese Folge eingeschaltet haben, haben definitiv am Ende der letzten Folge gehört, dass es feuchte Folge Zauberer 21 gibt. Gesagt? Hm? Oder Folge 21 gesagt? Ach nee, das war Halo. Ja, das, wir sind jetzt bei Folge 15 bei Magica. Ha. Keine Sorge, ihr habt nicht aus Versehen 6 Folgen übersprungen. Okay. Ja. War ein langer Tag. Ja, war ein sehr langer Tag. Und eine stressige letzte Folge bei Magica. La, ganz, ganz viel Gegner. Oh, siehst du mal. Schön, dass ihr zugeguckt habt. Ja. Oh, Videomodus Nummer 1, was auch immer es ist, es wirklich so viele tolle Sachen. Ich habe immer noch nicht verstanden, was uns die Artefakte bringen. Gegnerisches Bewegungstempo Nummer 3. Laborrobe. Oha. Und auch also für so ein Indie-Spiel, muss ich sagen, das Ding steckt ja so dermaßen voll mit Inhalt, ne? Ja, stimmt. So viele Gadgets, mehr als der menschliche Verstand begreifen kann. Zumindest mehr als unser einer begreifen kann. Ja, unser Verstand. Wir haben, wie gesagt, eine neue Robe bekommen, die können wir uns vielleicht bis zum nächsten Mal angucken, wenn wir dran denken. Weil die ist jetzt leider nur im Menü hinterlegt. Oh, das sind, das sind diese Kerne, die wir in Halo zerstören mussten. Stimmt, jetzt gibt's die auch noch hier, die verfolgen uns. Nein! Tod! Cortana, wo bist du? Tod! Cortana! Das klappt nicht. Okay. Es ist garantiert auch noch irgendwo. Ich glaube, vielleicht sind es auch einfach nur Lampen, aber ich... Was ist das hier? Warte mal. Überreste einer ruhmreichen Vergangenheit ist stehen geblieben bis zum heutigen Tag. Das ist ja toll. Verstehst du? Achso, nee, ich hab den Wortwitz nicht verstanden, nee. Ich dachte, ich hätte ihn verstanden, ich glaube, es war Einbildung. Ich dachte kurz, es soll eine Sonnenuhr sein. Dann wäre es witzig, wenn es sagt, es stehen geblieben ist zum heutigen Tag. Aber ah, stimmt, das ich glaube, witzig. Es war einfach nur im Sinne von, dass der Überrest stehen geblieben ist, weißt du? Du bist auf einen besseren Witz gekommen als die Entwickler selber, ja, siehst du wahrscheinlich. Mal. Verdammt, hätten sie mich mal engagiert. Ja. Okay. Was? Oh, wir könnten eine Dame hier sprechen. Nicht gleich töten, bitte. Oh, hallo. Ich warte hier nur auf den Bus. Ja, nee, ist klar. Suche meine Nachbarn, wisst ihr? Rotschirmchen oder? Okay, ich hoffe. War gar nicht so schlecht. Rotschirmchen und der böse Wolf. Oh, genau. Ich hab aus irgendwas getötet. Ich weiß nicht, was das war. Ich wollte nur gucken, ob es auf deiner Seite vom Wasser vielleicht irgendwas gibt, weißt du? Ah, das ist gar keine. Das ist eine gute Idee. Wenn es hier schon mal einen See gibt, dann. Ja. Aber entweder musst du mitkommen oder. Ich komm mit. Okay. Also, du könntest auch sterben, hätte ich auch nichts dagegen. Das steht jetzt sag mal, frei. Wo kommt eigentlich diese plötzliche Aggressivität her? Was liegt denn hier? Nekrostab. Siehst du, wenn du mich nicht hättest? Der Nekrostab. Kann das sein? Es lebt noch? So ist es. Hoher Bonus zu Todesfeuer und Blitzzaubern. Ganz, ganz schlecht für Lebenszauber. Ehrlich. So, ich würde aber ganz gerne bei meinem bleiben, aber ich kann mir vorstellen, dass du den hier vielleicht haben wirst. Was kann der denn? Ich gebe dir einfach nochmal. Dann kannst du es auch nochmal vorlesen. Aber warte mal, komm mal her. Du musst den ja von hier aufnehmen, anders geht's nicht. Mach auch ganz lange Eis. Danke, super, super gemacht. Und jetzt lässt du mich einfach in die Fluten stürzen, ne? Das bin ich aber tot. Genau. So. Oh. Pass auf, du bist nein. Gleich tot. Jetzt habe ich natürlich meinen Stab verloren, ne? Ja, aber da liegt er ja noch im Wasser und brennt weiter fröhlich. Ach, tatsächlich? Ja. Gut, alles klar. Ich konnte aber jetzt auch nicht gucken, was der Stab kann. Du kannst ja nochmal die beiden wechseln. Und dann, ich mach dir ganz fix einen Weg. Es tut mir leid, das ist langsam zum Running Gag hier, ne? Es war tatsächlich nicht mehr. Ja. Jetzt ist der Start weg. Nee, der jetzt liegt aber noch, glaube ich, oder? Super. Du kriegst dann wieder, wenn du stirbst. Und der andere liegt dann da, dann können wir dann nochmal wechseln. Also, oh nee, der ist ja unterm Eis. Achso, ich hätte dich jetzt einfach töten können. Achso, nee, warte mal. Komm ich da ran? Du musst am hinlaufen, oder geht das nicht? Au! Hallo! Nee, ich kann tatsächlich nicht mehr aufnehmen, ne? Okay, weißt du was? Ich töte dich einfach, dann liegt der da auf dem Boden und du hast deinen Standardstart in der Hand. Ah, clever. Handelt sich nur um Stunden. Könntest du dich mal beeilen, mich zu töten? Weißt du noch damals, als das Sterben richtig schnell ging? Und zwar so.
Das war echt brutal. Das war jetzt nicht nötig, dass du das jetzt so brutal machst. Ja, stimmt. So, Nekrostab. Kann das sein? Es lebt noch. Genau. Urbonus. Oh, zu Todesfeuer und Blitzzaubern. Ganz, ganz schlecht für Lebenszauber. Ehrlich. Ist das dann auch schlecht, wenn du mich heilst? Das weiß ich nicht. Wir können es mal ausprobieren. Ich verletze dich mal. Ja. Nicht, dass mir das Spaß machen würde. Nee, ist klar. Ja, dann heil mich mal bitte. Ich bin trotzdem genauso gut. Läuft. Alles klar. Also ich versuche dich weiterhin zu heilen, ich versuche darauf zu achten und du bist weiterhin der Killer. Yeah. Der Totenkopf, der sogar, ich glaube, der macht den Mund auf und zu, oder? Irre ich mich? Ja. Er lebt tatsächlich noch. Also ich würde sowas nicht in meine Hand nehmen wollen. Was ach, den meinst ist? Du? Ach, das ist ja geil, mein Stab. Ich dachte, du meinst Murray. Nee. Ah. Stab, der lebt halt noch so halb. Weißt du, das Murray ist sowieso. Ja echt cool. Ja. Murray das ist sowieso. Aber echt, das ja. ist echt freaky. Ja, aber ich weiß nicht, ob ich den in der Hand haben wollen würde, weißt du? Ja, du darfst ihn bloß nicht zu nah an deinen Schritt ranbringen. Okay, wir haben. Oh, das ist ein Hai. Oh, da, ein Holzhai. Ich hab sowas von. Ein Holzhai, der schwimmt. Ich hab mich sowas vorhin aus Versehen getötet. Warte mal, probier's mal mit Eis. Jo, tatsächlich. Ich glaube, sowas habe ich vorhin aus Versehen getötet. Mensch, so schnell kann das gehen. Hast du Bock auf Hai-Steak? Ist ein Hai-Kotelett? Oh, hier, Hai-Rippchen. Genau, sehr schön. Nein. Dann kannst du übrigens selber du mal aufhören, mich einzufrieren? Langsam nervt's. Eis mich mal ein, bitte. Eis mich mal ein. Was? Frier mich mal ein. So, und jetzt nimmst du einmal Feuer, machst dir eins und du bist, Mann, entfroren. Siehst du? Ah. Du musst einfach nur, wenn du eingefroren bist, Feuer auf dich selber zaubern. Ah, muss ich auch noch mitdenken. Das ist nicht ihr Problem. Das ist echt ein Problem. Das tut mir echt leid. Oh, ein Schild. Jetzt kommt eine neue Stadt, glaube ich. Schloss Valnial. Geschäftszeit Montag bis Donnerstag 9 bis 18 Uhr, Freitag 10 bis 17 Uhr, 12 Uhr, mittags, Schrägstrich, Folterpause. Okay. Schön. Das war witzig. So, hier, wir gehen jetzt mal wieder irgendeinen Schleichweg. Oh, steht hier schon. Wir können wieder den Dummy verprügeln. Diese Übungspuppe wurde von den Zauberern verwendet, um ihre Versus-Magic-Fähigkeiten zu erproben. Hinweis, bitte nicht ansprechen. Ist das der Bereich des Spiels, wo wir angefangen haben? Nee, doch schon so ähnlich. Doch, stimmt. Stimmt, ja, wir haben angefangen. Sieht bloß ein bisschen anders aus inzwischen. Ja. Manchheit, Vanihal ist nämlich das Anfangsschloss. Ich wette, wir nähern uns langsam dem Ende des Spiels und werden gleich eine schlimme Wendung erfahren, in dem dann unser Begleiter vielleicht der Böse ist oder so. Oh nein. Äußere nur Vermutung. Sollen wir die Übungspuppe jetzt trotzdem mal ansprechen, obwohl das Schild uns davor warnt? Ich will sie ansprechen. Okay, mach das. Nehmt mich mit euch, ich halte es nicht aus hier. Übrigens, Timmy, der Trainingsdummy. Achso, ja, nee, ist Timmy. Klar. Nehmt mich mit. Bitte. Geht leider nicht. Wir haben jetzt keine Zeit zum Spielen. Töten? Ja, kannst auch mal machen. Eben, es ist ja, hat sich immer bewährt, das Spiel einfach mal vorsichtshalber alles zu töten. Oh, hat sich tatsächlich gelohnt. Wunderstab. Mensch, hat sich tatsächlich gelohnt. Dieser Stab war einst denen vorbehalten, die sich für die alten Zaubererkriege verpflichteten, bevor diese überhaupt begonnen hatten. Enormer Bonus zu Wasser- und Schildzaubern. Viel Spaß. Keine negativen Abzüge, aber ich bin nicht mehr so ein krasser Heiler. Das ist nicht schlecht, das ist schlecht, meine ich, weil das ist deine Hauptaufgabe und du musst mich verdammt oft und viel heilen. Das tut mir leid, ja. Denk daran. Okay, stimmt schon. Kein Wunder, dass ich so schwach im Kampf bin. Sehe ich gerade, weil mein Stab schwächt mich ja in allen Bereichen außer Beheilung. Ah. Wo ich halt sehr gut bin, da ich bisher nicht so doch. Stimmt, das ist tatsächlich das Schloss, wo wir angefangen haben. Das sieht nur jetzt anders aus. Und jetzt können wir in die Tür rein, wo wir nicht rein konnten. Recycleton. Schau, Steve! Wieder so ein Bademantel-Bastard! Selbst die Mülleimer reden hier. Hey Mann, seid ihr hier, um den Müll rauszubringen? Kommt nur her, ich habe keine Angst vor euch. Ich glaube, das sind die vorhin hier auf diesem Tresen saßen, auf dem Tisch saßen. Also vorhin, am Anfang des Let's Plays. Ja. Also heute ist irgendwie das Ende von den Let's Plays. So, weißt du, wir haben Halo leider heute komplett durchgespielt und ich habe irgendwie Angst, dass wir Magica auch jetzt durchspielen werden. Aber wenn wir diese Magica-Folge veröffentlichen, haben wir Halo noch gar nicht durchgespielt. Es tut mir leid, ja, ihr wisst von nix. Ja, aber für uns an diesem Tag, wo wir aufnehmen jetzt, meine ich so. Aber wir haben bei Halo auch dann in jeder Folge gesagt, das ist jetzt bestimmt die letzte Folge. Nee, aber nie. Also ich kann mir vorstellen, dass wir es in der Zukunft sagen werden. Also das ist jetzt garantiert die letzte Folge. Gut, wir können auch einfach hier vor der Tür bleiben, uns ein bisschen unterhalten und die Folge künstlich in die Länge ziehen. Liebe Zuschauer, ihr könnt ja mal kurz in die Kommentare schreiben. Okay, oder auch nicht. Ja.
Ich muss das jetzt hier mal unterbrechen. Oh, ich habe jetzt einen schönen Ladebildschirm, wo man ein paar Stäbe sieht, die wir noch gar nicht haben. Ich habe auch gerade einen neuen Ladebildschirm mit irgendwelchen Dorfbewohnern, die mich angrinsen und garantiert alle aufs Maul wollen. Und alle blond vor allem, mit blauen Augen. Nur mit einer braunen Augen. Ach, man kann auch Schild und Erde kombinieren. Ach nee, machen wir ja, ne? Oh, bitte beachten Sie, dass es hinter diesem Punkt keine Rückkehr mehr gibt. Wobei es eigentlich sowieso keine Rückkehr gibt. Die Zeit verläuft linear und man muss mit dem getroffenen Entscheidungen leben. Wir bewegen uns unablässig vorwärts auf diesen Felsbrocken, den wir Heimat nennen. Wir fliegen auf ihm durch das kalte Nichts des Raums, langsam und unerbittlich auf eine gnadenlose Sonne hin. Also, was soll's? Ja, shit happens. Die sind hier! Wir sind auch noch ziemlich nass, zugegebenermaßen. Wieder, ist die ganze Zeit wieder alles nass hier drin, ne? Oder liegt... Nee, wir waren von draußen. Also von draußen hat es geregnet, ja cool gemacht, wenn du dich erinnerst. Das reinkommt, das ist cool. Mhm. Sehr cool. Das sind so diese Feinheiten dieses Spiels. Es war tatsächlich, du, Vanirheim, wo wir vorhin die Kisten gefunden haben, Vanirheim oder wie auch immer es heißt, war von diesem Schloss, ne? Ja, stimmt, genau. Überall hier irgendwelche toten Zwerge. Da oben liegt einer. Ja. Ist, glaube ich, nicht tot. Hab ich was verpasst? Ja, die Invasion der Zauberer. Was war denn das? Was war das denn? Nee. Da kam gerade ein Herz aus der Fackel raus, die ich gelöscht habe. Da kam so typisch, siehst du? So typisch. Das ist ja witzig, so ein Lebensherz. Ja, so Zelda-Style oder so Mario-Style. Ja, ja, genau. Richtig cool. Okay. Will ich ihn einfrieren oder so? Ich kann leider nicht böse sein. Nee. Warte mal, ich hätte gerne mehr Herzen, um mich zu heilen. Vielleicht gibt es irgendwas davon, dass man die alle einsammelt, weißt du? Ah, vielleicht einen versteckten Schädel. Ach ne, wieder verkehrtes Spiel. Ah, stimmt, tut mir leid, ja. Willkommen in Aldratras. Niemals ist es jemandem gelungen, von diesem Ort zu fliehen. Oh, oh, oh. Das ist nicht der Weihnachtsmann. Ach so, nee, ich dachte kurz, so. Stech den Zauberer ab! Man sollte nicht in offene Löcher springen. Ja, ich wollte das noch keiner. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Magst du mich wiederbeleben? Musst du nicht. Ja, ich komme ja auch alleine klar. Okay. Also liebe Zuschauer, bei mir gibt es diesmal das Hate-Debakel des Tages, der Woche. Entfesselt die Orks des Krieges! So, jetzt. Oh, jetzt endlich. Mhm. Okay. Da kommen noch mehr. Die überlasse ich jetzt hier. Die sind gegen voll resistent. Ah, was mache ich nur? Ja, und gegen Tod sind sie auch resistent. Also, Alter. Au, oh nein, ich war nass. Sorry. Ah, ich war so feucht, du glaubst es nicht. Oh nee, Alter. Ja. Lass mich. Ich würde dich ungern töten, aber die sind auch resistent gegen Tod, ich glaube. Ja, ja, die sind total resistent. Also, mein zieht sich komischerweise ganz gut. Trotzdem immer einiges an Schaden ab, selbst wenn Gegner gegen Tod resistent sind. Ich habe wieder so ein Ding beschwört, was uns heilt. Was halt, wie gesagt, auch dummerweise die Gegner mit entscheiden. Achso, das ist echt doof, ja. So, Tschüssikowski. Also ne? Da kommt noch ein Zauberer. Aber sowas von, hä? Oh, ich probier's dann mit Eis. Egal, also Tod hat super funktioniert. Ja, glaube ich. Mit deinem Tod immer, weißt du, ich versuche mal irgendwie so. Oh. Murray! Nein! Schadensbericht McRall. Feuerplünderer der Bestien, Leute. Frostplünderer der Bestien, Leute. Tut mir sehr leid, liebe Zuschauer. Ja. Machen wir trotzdem weiter? Ja, wir versuchen es noch einmal. Nicht weinen. Wieso sind die immer so gemein zu uns? Immer greifen die uns an und nicht irgendjemand anderen. Und dann beleidigen die uns und kritisieren uns und dabei versuchen wir nur die Welt zu retten. Ja, Rubli, sehr emotional. Ich bin raus. So, So. Ihr müsst auch bei den Kommentaren und Rubli auch ganz viel Däumchen nach oben geben, weil das ist echt, das belastet ihn nämlich total. Das ist echt. Da kommt er nicht mit klar. Zur Strafe prüge ich jetzt arme unschuldige Goblins und wehe, du verletzt mich dabei.
Guck mal, du haust dich einen Schlag tot, ne? Und ich nicht, weil ich halt so wenig Damage mache. Hast du gesehen? Ich hab's gesehen, obwohl wir gleich starke Waffen haben, ne? Das ist, der Unterschied liegt halt wirklich nur daran, dass mein Todeszauber schwächer ist. Ja, das stimmt. Oh, feindliche Gegner. Oh, Alter. Ich weiß, da steckt sehr viel Weisheit in meinen Worten. Ja. So, ich halte mal selber, weil es kümmert sich ja keiner um mich, ne? Mich hier ganz wohl. Oh, ich bin tot. Oh, ich bin wieder da. Danke. Ja, gerne. Ich bin das tot. So, ganz beiläufig, by the way und so. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Kannst du mich gerne wieder nehmen, Max? Musst du. Achso, willst du? Ja, genau. So. Ja. Oh, ich kann auch mein Todesstab. Mach mir was. Lass mir meinen Stab. Ich versuch's jetzt mal mit Blitzen. Oh, Blitze sind gut gegen die Ochse. Das war böse. Ja, das war sehr böse. Also du kannst mich echt mal heilen, weil wenn ich mich selber heile, dann bin ich völlig von der Katze. Also ich... Siehst du, das ist dauert ewig. Ich muss da mehr dran denken. Okay, Blitzen. Der hat mich runtergekickt. Dieser Penner. Versuche mich mehr aufs Heilen zu konzentrieren und nicht so sehr darauf, die Gegner zu töten. Das wäre super, weil ich rotze den nämlich hier eigentlich ganz, ganz gut weg, wenn ich ehrlich bin. Also. So, ich bleib mir hier unter meinem Schild. Oh, da können sie durchlaufen. Oh, jetzt rotzen sie mich gerade weg. Ja, ich bin weggerotzt. Kitsching, nein! Ich bin in den Abgrund gestürzt. Entschuldigung. Hör dich gleich und du bist wieder da. Yay! Nein! Boah, Alter, da hab ich ein Schwein gehabt, ey. Das, ach, dein Stab, der liegt. Verdammt, der hat mir so Steine vor die Nase geworfen. Der hat mir Steine in den Weg gelegt. Wo ist denn eigentlich mein cooler Stab? Hab ich den mit in den Abgrund genommen? Das ist natürlich doof. Der liegt da eigentlich. Achso, der andere. Ja, du hast ihn aber im Menü hinterlegt. Ne, bei der nächsten Gelegenheit. So, jetzt. Liebe Freunde, es gibt jetzt Blitze. Hier liegt er noch. Hier liegt er noch. Ich hab Wasser auf die Waffe gemacht. Okay, jetzt ist er nass. Ist auch okay. Der gehört mir. Du lehrst dich ihm. Das ist meiner. Ey! Oder kommt noch was Großes? Oh, da kommt nicht nur eine große. Oh, Alter. Ich mach sie nass und du. Und vereiste und du raust einfach drauf. Okay. Ich bin tot, weil ich glaube ich aus dem runtergefallen bin. Alter, ich das ist übel. Selber gedacht hab. Ja. Ja, der hat noch auch Stoß, ne? Wir müssen eigentlich auch mal mit Stoß irgendwie runterwerfen können. Ah, stimmt. Also, du, ich hab den ersten eingefroren, ich versuch's beim nächsten. Hab den nächsten eingefroren, konzentrier dich nur auf ihn. Okay. Der ist immun gegen Wasser leider, den du da hast. Ich hab ihn aber bald, aber ich sterbe bald auch. Okay. So, ich heile dich. So, bist geheilt. So, der ist erledigt. Das ist echt genial, wenn du den Großen einfrierst. Jo, bin dabei. Oh, aber ihm genau in die Keule gelaufen. Der kann dir Schild machen und so. Aber der ist riesig immun gegen Blitze. Ja, super. Läuft ja wieder eins. Dafür, dass du stirbst, kann ich ja nicht. Vereist die ganze Zeit und so, damit du dich in Ruhe auf einen konzentrieren kannst. Gut. Ich habe einen Stab aufgenommen. Aber dafür kann ich ja nichts, dass du jetzt hier gerade irgendwie... Oh. Der hat mich gerade angegriffen. Oh, er hat mich erwischt. Ich bin futsch. Surrender! Das hier brauche ich. Oh, könntest du mich wiederbeleben? Ja. Ja. Danke. Surrender! Und jetzt den töte ich da mal ganz kurz. Hat er sich selber geheilt, verdammt. Indem er sich selber gelützt hat, sehr intelligent. Ich fahre ihn wieder. So, jetzt schnappen wir. Okay, komm schon. Oh, Tommy, der ist schon mit wieder... einem Schlag. Nein, ist er aber auch sofort wiederbelebt. Ich bin der. Okay, danke. Oh, der heilt sich die ganze Zeit. Magst du mal langsam einen von dem einen töten? Ist okay. Ich mach die ganze Zeit den Support und du. Keine Ahnung, du versäumst es, die umzubringen. Oh, Alter, der Große, da muss ich mir irgendwas anders einfallen lassen. Der Große ist gegen Tod ja mal null empfindlich. Oh, ich bin tot. Du bist gegen Tod sehr empfindlich, weil ich da meistens tot bin. Das macht wiederum Sinn, ja. So, ich habe meinen coolen Stab wieder verloren, deswegen macht auch mein Tod so wenig Schaden. Wo habe ich den denn wieder liegen lassen? Magst du mal einen Stein in die Birne bekommen? Okay, er ist resistent gegen, ich probiere mal verschiedene Elemente aus und dann sage ich dir Bescheid, wenn ich was gefunden habe, ja? Okay, und ich suche währenddessen noch meinen coolen... Heilung halt ihn tatsächlich, also nicht meinen untot. Coolen Stab. Wieder nass und er ist wieder eingefroren und wir probieren zwar weiter ich hab mich selber mit Eis zum Beispiel. Also wenn du noch irgendwo meinen coolen Stab liegen siehst, ich habe den irgendwie verloren. Na egal. Den Blitz ist ja auch resistent, aber was ist denn gut auf den bitte? Den kriegst du wie gesagt wieder...
Ich habe meinen Charakter nicht gesehen. Ich musste ihn bewegen, um ihn zu sehen. Das ist so ähnlich wie beim T-Rex. Der sieht ja auch Feuer Sachen, die sich bewegen. Also, versuch mit Feuer. Okay. Ich bin. Er hat mich sofort wieder. Dafür kannst du nichts, ist okay. Nee, kann ich wirklich nicht. Maggi! Okay, so, jetzt hol ich dich wieder. Und jetzt mit Feuer drauf und zwar alles, was du hast, ja? Ich habe auch so einen wieder. Ich habe deinen gesammelt, der liegt hier unten rechts, der Nikostab. Ah, okay. Au, oh, und der hat mich runtergekriegt. Magst du mich ganz kurz vielleicht, wenn du Lust hast? Natürlich noch. Das ist schon echt. Schweigern! Ja, ich hab echt Schweigern. Ah, gut. Gut. Läuft doch. Okay. Wie gesagt, hier wo ich jetzt stehe, ist dann. Alter! Ich bin da genau reingelaufen, ey. Natürlich bist du das. Wo ist mein Stab? Ja, direkt da vorne jetzt. Wenn du ein Stück nach vorne läufst, in die Pizza rein, da ist dein Stab. Oh, tatsächlich. Ich komme ran. Super, danke dir. Aha, seht nur die unwiderstehliche Macht der Strahlen von Locke. Was wäre es schade, wenn ihr zum Beispiel irgendeine geheime Möglichkeit entdecken würdet, dorthin durchzukommen. Zum Beispiel Teleportation. Ah. Da habe ich jetzt einfach mal so gesagt. Warte mal. Was ist denn das für ein... Warte mal, ich muss mal irgendwie ganz kurz mal... Das ist man doch kann doch die Strahlen bestimmt umleiten, oder? Ah, oder mit dem Schild, genau, gute Idee. Oh, aua. Nee, das klappt leider nicht. Das macht automatisch das Schild kaputt. Siehst du? Das klappt leider nicht. Nee, also eigentlich kann es ja nicht so schwer sein, ne? Aber vielleicht auf ihn selbst einfach direkt drauf zaubern? Oh, das alte Markenunterbrecher kann verwendet werden, um Strahlen zu unterbrechen. Warte mal, wir müssen mal ganz kurz gucken, ob wir den haben. Da, Unterbrecher. Hab's gefunden. Auf Steuerkreuz nach oben. Musst du kurz L gedrückt halten oder Pfeiltaste drücken, damit du die ändern kannst. Ja, ich suche gerade nochmal wo. Ach hier, Unterbrecher. Tatsächlich. Oh, jetzt bin ich... Oh, 20.000 damit. Kannst du mal echt übertragen. Ey, so. Dankeschön. Bist ein Schatz. So. Warte, das explodiert dann, glaube ich, kurz nach einer Weile. Bist mich auch gestorben. Willst du nicht einfach durchkommen? Ja, weiß nicht, vielleicht oben noch irgendwas oder so, weil es sind noch ganz viele Räume drumherum, weißt du? Ach so, ja, aber in dem waren wir eigentlich schon in allen drin, glaube ich. Ja, aber nicht ohne... Okay, wir können auch direkt weitergehen, wenn du magst. Ja, komm, ich komme mit dir mit, komm. Okay, das ist lieb. Aber weiß nicht, vielleicht ist ja halt irgendwas, weil wir haben sie ja nicht angeguckt, die Räume. Weißt du? Da hast du natürlich wiederum recht. Obwohl ich direkt, glaube ich, einen Grafikfehler entdeckt habe. Ja, ich habe einen Grafikfehler entdeckt. Ich glaube, wir sollten in die Räume nicht reingehen, wenn es einen Grafikfehler auslöst. Danke. Und die mein Stab verloren. Also ich und mein Stab, wir werden echt keine... Das geht nicht. Ich glaube, das Ding ist nicht freundlich gesinnt, was der so komische Geräusche macht. Nee, ist okay, wir können eigentlich, glaube ich, weitergehen. Aber ich habe jetzt leider wieder meinen Stab verloren. Diesmal glaube ich wirklich. Aber du hast ihn auf jeden Fall im Menü hinterlegt. Du kriegst ihn auf jeden Fall wieder. Ja, ja, irgendwann mal, ja. Also wenn wir ins Menü dann irgendwann mal wieder gehen bei der nächsten Aufnahme-Session oder so. Alter, was die hier gebaut haben. Guck mal, krasser Scheiß. Und wir sollten mal kurz einen Blick auf die Uhr werfen. Oh, nee, schlimm. Hast recht. Krass, das kriegst du echt nicht mit, ne? Das ist schlimm, wie schnell die Zeit rumgeht. Aber das ist auch ein ganz gutes Zeichen, weil dann ist man einigermaßen drin im Fluss und will weitermachen und ist gefesselt vom Spiel. Das stimmt. Gut, dann bedanken wir uns an der Stelle vielmals fürs Zugucken für die 20 Leute, die bei Robli gucken und die eineinhalb bei mir. Zu Recht, muss man dazu sagen. Und ja, wäre cool, wenn ihr in Folge 16 wieder einschaltet. Wir würden uns riesig freuen. Genau, also nicht Folge 22 dann, sondern Folge 16 die nächste. Genau. Und ja, bis dahin. Haut rein. Tschüss.